Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Freunde. Da das Gott ist hier nur, dass wir hier ein Töpf sind, dass wir das gelernt haben. Und dass so viel aufgegangen ist, dass wir alle gesund sind, dass das alles der Läufe von unserem Gott. Ich freue mich hier, mit euch in dieser Gemeinschaft diese Zeit zu haben. Euer, ich finde, heute die Predigt war gut, auch ein paar Wirt zu sein. Du hast ein bisschen dünn, das weint nicht im Ütland wir, wenn ich da mal wo kann, Gast sein. Dann werden die wollten wir erst da. Die wollten alle, weil wir heute. Und weil ich dachte, ein paar wird prüfen, ob die Pfoten wären, die sind jüngere, die wollten vielleicht gar nicht. Haben das vielleicht irgendwo mal einmal gesehen. Meine frühen Eltern, wir sind typ 104 Jahre alt und wir sind leider alt. Wir haben 16 Jahre, ein 13 Grötchen. Und ich bin 68 in Russland geboren. Eine kommunistische Schule abgetragen, die lehrten mir 11 Jahre eine Schule, die Jeff Tön Gott. Ich wollte nicht, wenn ich nur dort warst, dass ich läuft die Lehrer an diesem Fach mal dort wörtlich nicht, irgendwo nicht. Ich läuft nicht so reicht an Gott, aber ich läuft ja tötet und läuft. Und dann wart wir dann jünger zu Dörch und ich kam und leben einmal ganz in der Eng, wie ein Militärdienst als Soldat. Und da kam ich so weit in der Eng, dass ich verstand, das Leben, das soll alles sein, was das Leben ist. Und dann mögt Gott mir die Ohren darüber auf. Ich fange an zu sehen und da lehrt wir uns mit meiner Frühchen. Ich sage mal, wir haben eine Entschuldigung. Wir sind 11 Jahre in der Klasse gewesen. Und über die Mial dann steht mir dort, wie auch ein Bett. Ich reite noch mal eine Suppe. Und bei Luther fange ich an zu verstehen, dass ich zwei Sorten geschlecht habe. Und dann wird das anders. Nicht? Und ja, und ich sage mal, wir sind ja all über 30 Jahre befreit. 32. Und sei es meine Tätsche, als sie erscheint bin, und dann sie jetzt schön. Ich werde nicht, dass wir in allen so gehen. Ja, und dann kommt eine Zeit, wir werden gerutscht, wir haben uns befreit und wir werden noch nicht betiert. Und dann wird ich einmal wieder in eine Versammlung, töb, gerutscht ein paar Monate befreit. Und ich werde eine, ich werde eine Not. Ich weiß nicht, woher, mit der Lust von der Sünde in meinem Leben. Ich kriege eine Sündenerkenntnis, bis ich weiß nicht, was ich mit das soll. Und der Prediger, der sieht, wenn du wirst vor Gott bestehen, dann brauchst du den Merler und dort ist Jesus Christus. Das wird die erste Predigt, die ich jemals gehört habe, und an den ersten Abend betiert wirst. Er würde nur den Rot geben, wenn du von dir einmal verstehst, wo dir fehlt, dann schüf dort nicht ab, dem Teufel gefällt nicht besser, als das weich zu schüben. Es ist Gott sei Dank, dass wir dort ankommen. Dort sind wir ein Tag hier drin, und dann ist erst schon Tag, Leute, wo wir mit Jesus gegangen sind. Wann es auch mehrere Mal vielleicht eine Stunde Leute erst, wenn man nicht ganz für den Herrn gelebt hat. Ja, in den nächsten Tagen, ich fuhr wie eben in Deutschland. In 2009 kommen wir in Bolivien mit einem Anliegen hier zu schaffen. Und von dann sind wir immer noch hier und wir sind Gott für seine Lehre und für ihn dankbar. Vielleicht so viel, dann wollte ich ein bisschen mehr. Die Jüngeren haben das vielleicht noch terminiert. Wir haben uns bekehrt im Leben für Jesus. Dort ist uns das ganz Wichtigste. Und wir wünschen mit Jüntöp oder der Gemeinschaft hier zu haben, aber dann noch eine Ewigkeit, wann wir wollen dort angehen. Das Thema über diese ganze Welt habe ich auf Einladung so abgeschrieben, Utriemen. Ich erinnere mich an einen Mann, der gab mir ein Zeugnis, und dann sieht er an seinem Zeugnis so einen Satz, der jüngt mich so deutlich an, der sieht, dann betiere ich mich, und dann fange ich an, Utriemen. Dort wie Gott gesagt, Utriemen. Mit alles rührt, was du erneutig ist, mit den Sünden, mit allen Zwiebeln ans Leben, mit all der Lust hast. Wir können frei werden, ausriemen, wach. Und dort ist das Thema, dass ich diese ganze Abend, und wir haben jeder Abend ein Thema für sich, aber Einladung, wo dahin steht, abriemen mit den Sünden, mit den Angriffen, mit den Zwiebeln, das sind nicht extra die Themen jeder Abend, also nicht auf jeder Abend das Thema, das da gerade so steht. Die sind hier gar nicht oben, die Themen. Aber wir werden durch diese Zeit durch uns schaffen, und wir darüber reden werden, und du erst ein heiliger Gott in den Sinn der Mensch, und der Mensch macht Utriemen, wann der für Gott bestohlen will. Darum soll das gehen, um das reine Evangelium von der Rari. Das Thema für morgen, so oben ist heute, Gott sucht dich. Und ihr seht in Wahrheit nach uns alle. Lud andere ein, bringt Jast mit, Freund mit. Wir werden hier so ein bloß über die Heilige Schrift reden, über den Leuven Gott,
Die uns sind die Menschen so geläuft haben, und Jesus für uns am Kreuz starben ist. Darum jeder in dieser Ovens, durch diese Ovens. Und ich wünsche, wir sind alle dabei. Und ich wünsche, dass mir das mal einmal geht, da wird evangelisiert, dass sie eindeutig hier am Glauben. Und wenn du einer das Evangelium sein wird, und Jesus für mich am Kreuz starben ist, dann hat so verhörken, dass die Jahren gedacht, wenn ich noch nicht betiert wird, dann würde ich das von dir tun. Und ich wünsche, wir würden alle so eine Töchere sein, und uns Jesus so viel wert ist. Jeder Tag ist mir der Jesus so viel wert. Der Thema von der ersten Obers heute, die Sünde abriemen, ist deine Sündenschuld geklärt. Dort ist ein von den wichtigsten, zum Wort wir hier auf dieser Erde leben. Wenn wir uns fragen, woher kommen wir? Wir kommen aus Gott, seine Schöpferhand. Er hat uns alle gemerkt, die aus Jung, aus Mial, aus Mohn, Früh, aus Kind. Der hat die gemerkt. Dann fragen wir uns, zum Wort sind wir hier auf dieser Erde? Wir sind hier, um uns reut zu merken für die Ewigkeit. Und wo gehen wir hin? Wir gehen entgehen vor dem Thron Gottes einmal zu stehen, in Rechenschaft zu geben für uns Leben. Dort ist uns Leben hier auf dieser Erde. Der Sünd abriemen, ist deine Sündenschuld geklärt. Während dort ist die Nummer eins, was wichtig ist, zu dönen, um einmal vor Gott zu bestehen. Ich lese uns eine Geschichte aus Josua. Über Achan. Josua Kapitel 7. Ich will nicht das Kapitel durchlesen. Ich will wortfarsch lesen und die Geschichte einfach ans erinnern. Die meisten kennen die. Josua Kapitel 7, Vers 1. In die Kinder Israel wurden antrü an dem verbunden. In Achan, der Sehen Karmis, der Sehen Sabdis, vom Sehen Serach, vom Stamm Juda, neun von dem verbunden. In der Euer Gottes flammt jene Kinder Israel ab. Und wir wollten sie jenen eine Stadt annehmen. Und da wir in der Nahe Stadt, sie dürfen da lang nicht alle Soldaten haben, sie schalten bloß ein paar und dann mussten sie dem Regen drehen. Sie konnten sich nicht erklären, was ist hier passiert. Und dann fragt Josua bei Gott, was ist erreicht? Und dann sieht Gott zu ihm und fasst auf. Israel hat gesündigt und haben auch meinen Bund übertreten, den ich angegeben habe, und haben auch vom Verbunden genommen und auch gestohlen und dort auch verheimlicht und dort auch ohne Ehren geschafft gelacht. Und die Kinder Israel waren nicht für ihre Feind bestohlen können, sie waren für ihre Feind dem Regen drehen, denn sie sind zum Bauen geworden. Ich war nicht mehr mit ihnen sein, wenn sie nicht den Bauen mit ihnen mehr vertellen. Und dann sehen sie dort, was ist erreicht, wo ist die Sünde euer Ernst? Wer hat gestohlen? Und dann wird ungesagt, sie sollen Sturm für Sturm für Josua kommen und Gott wird wiesen, wo die Sünde ist. Verstärken durch Israel sind größtes Hindernis geworden. Wir. Und dann lesen wir dort in Vers 18 wieder, da heute dann. In heue Leute sehen Hüß, nur dem Mana nur da kommen. In dort ward Achan getroffen, der Sehen Karmis vom Sehen Sabdis, der Sehen Serachs vom Sturm Juda. In Josua seht zu Achan, mein Sehen, jäft doch dem Herrn, dem Gott Israels, die ihr in Leiham in Bekanntnis auf, in Däumi doch zu weiten, wo du gedonen hast. Verheimlicht dort doch für mich nicht. In Achan antwortet Josua und sieht, worhofft, ich ha jen dem Herrn, dem Gott Israels, gesündigt, in so ha ich gedunen. Ich sag unter dem Raub einen scheinen Mantel von Sinjar in 200 steht selber in eine goldene Stange, 50 Säckel in Gewicht. In mir fall dort, in ich neum dort, in Tech, die sind am innerlichen von meinem Zelt, eine Erd vergruft, in dort schwer, dort selber durch Unja. In Josua schaut Botenhahn in sein Randen um Zelt, in Tech, dort wir einen Zelt vergruft, in dort selber durch Unja. Und wir wollten, sie brachten dort Hahn und dann warten Achan in sein ganzes Haus, für die sind bestruft. Die Überschrift über diesen Text kann man auch noch so schreiben und sagen, das ist die Geschichte von der Rechenschaft auf Lein.
Hier wie ein Mond, der muss Rechenschaft aufleihen. Am läuft nur nicht Eva, der kommt da nicht drum herum, der muss die Rechenschaft aufleihen in die Schwester, wie Ola. Wir wurden schuldig sein, einmal für Gott Rechenschaft aufzuleihen für uns Leben. Dort habt schon unterweich, dort habt schon nicht drum herum. Du hast ohne von dir Heiligen Rechenschaft aufleihen, ohne erst gestern du Heiligen Rechenschaft aufleihen, und wir wollten nicht, wer der Nächste ist. Aber alle Menschen, die wurden für den Witten Thron Gottes kommen, und wurden Rechenschaft für ihr Leben offline machen. In Sprüche 28, Vers 13, da heutet, wer den Sinn verlehen wird, dem wird das nicht gelingen. Wer er aber bekannt in Lad, dem wird Barmherzigkeit war erfahren. Der Sinn verlehen, der Sinn verstechen, das bringt die Folge, ob man an jenem Tag mit der volle Wucht von der Sinn wird bestraft worden. Und da wollen wir nicht drum herum kommen, das seht ihr auch. Wir wurden alle immer für Gott verantwortet worden. Ein großes Stück die dritte Geschichte, die soll sich in Russland wo aufgespielt haben. Da wie ein Russer Geschäftsmann, ein Rittermann, und er will einen Tag, an einem Wintertag, oder eine Winternacht, besser gesagt, nach einem Dorf reisen, von unten nach dem anderen. Und er sieht sich in deutschen Bühr, da er an der Jähn wohnen wird, und berät sich an mit einem vierten Schläden, über das Schneidienen nach dem nächsten Dorf geführt zu werden. Der Bücher sagt in die Foren, der Bücher ist ein gläubiger Mann, der läuft an Gott, der Geschäftsmann, der läuft nicht an Gott. Und der spart hin ja, wer ist, über diesen Bücher seinen Glauben. Und der Bücher sagt, ich würde von dir der Nacht wiesen, ob du für Gott Rechenschaft geben wirst. Und sag ich, selbst nicht wieder. Jan fängt an, unmöglich zu werden. Und dies der Nacht, der Wind jült, Schnee, kalt und arm. Und dann sagt der Bücher zu arm, hier auf dieser Stelle haben sie gestern uns Buttermensch überfallen, wo der Butterrüt führen dort für heute. Da fährt dann eins wieder, und dann sagt er hier an dieser steht, haben sie ein Stückchen drei, drei Schafsmänner ein Holzteich geschnitten, und all die Alt war ich genommen. Na, läuft das mit einmal, ist das wirklich so gefährlich? Jojo, sagt er, hier ist es sehr gefährlich. Er sagt noch eins wieder hier vorne, dann bleibt er stehen, sagt er so, nu kam drauf von Schläden, der kam drauf, und er fährt am Krören und holt ein Maser über dir, und weifelt mit dem Maße für seine Nesen, sagt er so, nu auf alle Geld her, und du selbst wirst die nächsten Minuten für Gott zu stehen kommen, und deine Knöcke werden die Wilde abfreien. Da fängt an zu zettern, und die fällt auf ein Knäus, und das sagt, die kostet noch die letzte Vater unser Beten, wenn du weißt. Ganz ernst meint er das mit an. Und die fängt an zu brachern, über Mensch, an meine frühen Kinder wählen, dömm mich doch nicht, schlut mich doch leben. Die fängt an zu schreien und sagt, ach Herr Gott, erbohr mich die über mich. Na, sagt er, was sagst du nun? Glaubst du an das Euwe gerecht? Glaubst du an die Gerechtigkeit und an Rechenschaft für Gott aufleihen? Dann sagt er, ja, dort glaubt er nun über dich. Dann stehen wir wieder vor. Dann führt er dem, was er steht, und als er da ankommt, ja, ganz zetternd, dann will er dem 20 Rübel betonen. Dann sagt der Bücher zu ihm, no, wir haben drei beraten, das jetzt mit drei. Und der ewige Liebe, die jeft hat, ist umsonst, der wird nicht betont nehmen. Du wirst für Gott tun in Rechenschaft aufleihen. Na, das Bücher, der hat er vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der hat mal einen Gott lösen, der deutlich gemerkt, du wirst an Gott nicht vorbeikommen und du wirst nicht Beruf durchstunen, wenn du so weit erst die Wurst machen Rechenschaft aufleihen. Die Sünd wird dort Hindernis sein, in dort Tränen, wenn wir für Gott stunen wurden, der uns von unserem Gott Tränen wird und auch nicht erlauben wird, dass ein Sünder so aus er ist und dort euer Recht Gottes für Gott kommen kann. Der Mensch in seine Sinn geboren, ist von Gott getrennt. Von der Kindheit an wollte ein Kind, was Sinn ist. Denn die Eugehörsam habe ich kein Kind nicht geliebt. Wir haben kein Kind nicht geliebt, im nächsten Wort durch die Hängerüte täten. Er hat dritte Schrie in der Älteren, wenn der Älteren wird wollen. Das hat alle von selbst. Der Sinn ist ein Kind einfach mit geoft, mit geboren. In der Wien trennte sind Gott und den Mensch voneinander. Das lehrt uns die Bibel. Du hast den Mensch, der ein Sinn geboren ist, und du hast ein heiliger Gott, und der Mensch, der kann nicht für Gott bestaunen, ohne dort der Worten Vermittler sein. Und dort, wo der Zwischen ist, dort ist der Sinn. Und der Sinn, der wird ausgeriemt in uns Leben. Und was haben wir dort tun? Dort, wo wir wollen, über nur denken. Ich denke an diesen Text von dir, an drei Schritte durchzugehen, mit dem Achan. Das erste, der Sinn begonnen. Das zweite, der Sinn verstärken. Und drittens, den Sinn bekennen und Vergebung zu kriegen. Am meisten fangen wir bei den dritten an. Aber manchmal ist das nötig, wie wir das erste und zweite auch reden dürfen.
wir sind manchmal so dicht schalig. Wir wurden so die Sünde gewarnt in unserem Leben. In Luten die Tau und Luten die Tau, was das mit einmal ein Tag konnte Lut sein. Nun das Erste, die Sünde begonnen. Wenn wir den dem Aachen nicht töten dürfen, der hat eine Sünde begonnen. In der Sinn, wenn der gedonnen wird, dann merkt der Mensch hartherig. Dann merkt sie ihn hart steinhart, steinerig. Da kann er jetzt meist nicht mehr werden arbeiten. Der Mensch, der wird kalt, der wird lichtgeltig in der Sinn, der trennt den Mensch von Gott. Der trennt ihn voneinander. Und wenn wir nun nach Aachen würden töten, Aachen, die wir da im Trichen, sie hatten da einen Raub hatten sie da in der Winter gewarnt, den Raub sollten sie einmal üttischen. Wenn sie Sieger werden, dann können sie sich die Dinge mitnehmen, aber die hatten den Befehl, die Seelen von hier nicht mitnehmen. In Aachen, der Sitter wird, dann streicht er sie in der Hand üt und dann jankert an Sitter rüben, Aachen, lass ihn hängen davon. Nimm das nicht. Und vielleicht denkt jeder davon an, sie von dir, naja, er würde in den Sinne steht nicht haben, wenn du so klar bist. Aber er ist dort wirklich so, wie dort nicht tönen. Wenn Aachen sie in der Hand da ausstreiten wird, er glaubt, ob Aachen vorher sich das nicht einmal hat vergenommen zu tun. Er kann mich verstehen, der hat das nicht fair, als er in den Krieg ging. Als er ein Soldat wie ein treuer Soldat für Josua in den Strider für Gottes Recht in diesem Fall am Ölenbund. Er denkt nicht, ob er sich hat vergenommen, als er von Hüß ging, von Aufschalt nehmen dort, in diesem Feldzug treten dort, ob da wo er mich was mitnehmen. Ich denke nicht, wenn aus Josua am der Verantwortung stahlt, dann lesen wir da in dem Vers, er sagt dort, in dort gefallen mich. Tja, das kommt ganz plötzlich. Der sündhafte Ort, so plötzlich zu kommen. Der merkt sich mal, dass gar nicht reut darauf. Von dort kommt der Sinn, dann treibt man die mit nennen und dann jetzt mit man die gleichen Tag. Dann hört die einmal an und sagt so, von dort werden wir mal ordentlich Sünden gehen. Das müsste mal nicht. Das müsste mal erst der Sinn kreit durch einmal rein, wo du nicht gedacht hast. Der Aachen, der hat sich das nicht verändert, aber da erst ein Blick und dann mit einmal ja dann wieder durch. Ein Blick an Internet nennen. Ein Klick irgendwo, wo man nicht anklicken soll. Und dann erst der Sinn auch durch. Da hat man sich gar nicht fair um zu sehen, aber da weißt du, mit deinen Freunden aus jungen Menschen, oder du mit deinen Freund, mit deinen Jungen, dann hat einmal dann heimjuckel, was du tun, was du nicht sollen. Da hat jemand gar nicht fair genommen, dann hat sich dort irgendwer fair genommen. Na, wenn irgendwer hat, dann hat er gesagt, so eine Buße zu tun, wenn man sich Sünd vernehmen darf. Und man sehen will, aber gewöhnlich will man dort nicht. Und dann hat einmal, wollte man nicht, wenn Wort sei wie diese, dort angelegtlich. Ja, wenn man verboten nicht übertreten ist. Und dort hat man dann getan, wenn man sich dort gleich vergenommen hat, dort ist plötzlich erst dort durch. Nun, der Sinn, aus der erst einmal getan ist von diesen Aachen, dann finden wir dort hier, und der Sinn, der gerippt an erster Linie dem Aachen oder dem Sünder selbst an. Das erste gerippte sind am selbst an. In Sprüche 14, 34 lese wie der Sinn ist der Lied er verdorben. Der Sinn ist dem Menschen er verdorben. Und da wollte der Teufel sei er Geld. Und er sei ja darum bemüht, uns Menschen ein Verdorbenen zu bringen. Und der Sinn nutzt er dazu, und der Sinn ist dem Menschen er verdorben. Und aus Aachen, an dem Tag, aus Gott dort Volk rechten tät, der Josua, aus dort an Ermanura, in Ermanura kommen tät, du musst einen Sturm dem anderen vorbeigehen. Und dann fällt es auf den Sturm. Und dann eine Familie oder andere, dann fällt es auf die Familie. Und dann macht die Familie fair, ein Jung und ein Mädchen oder andere, die Eltern, alle machen sie ganz apart, ganz allein, immer einer für einer, und dann trifft es den Aachen. Und denken, ob dem der Kalle Schweiz vielleicht ein Regen raufgeschält ist. Echt soll das sein? Er hat nicht gedacht, dass er einen Sinn da wir. Dort, wo der Prediger da immer wollte, zu schellen über die Sünden, zu reden. So nennt man dort vielleicht auch noch. Dort sind ja noch nicht mehr alles vorbei. Der Aachen hat vielleicht mehrere Mal nicht heute gesehen. Er zeigt dort mal ein bisschen ein Bild geredet, nicht? Der hat doch vielleicht mehrmals gehört. Und der hat doch mehrmals hier, da eine Zeit Buße. Nimm, lass ihn hängen von der Sünde weich. Komm, Jesus, mit deinem Leben. Ich werf an die. Aber er soll die Sünder sein. Er sieht doch all drei Jahre die Kirche gehen.
betiert halt mir verhovet jo oder vielleicht sogar tien jo tre. Dort ist alles mehrlich. Geschwister, die sind der hafte Ort, nicht der anbetierte Segen. Der anbetierte Segen selbst nicht der Sinn. Das wollten wir doch von uns selbst, als wir in einem anbetierten Zustand wären, als wir den Sinn hinherauen würden. Der sinnhafte Ort, in der Gläubige hinherunterzugehen, während der Gläubige, die sind meistens in so einem Zustand, als sie doch nicht sind in Wellen, und sie prüfen, die sind weich zu kommen. Und da ist der Ernte hinherauen. In der hafte Ort, alle Menschen zu gerieben. Du brauchst nicht denken, du hast die betiert, nun bist du geschützt automatisch, und da sind die nicht mehr, was tun. Ich kreide dann, dann kommt der an. Und wenn das nicht der Sinn von Ehebruch ist, oder der Sinn von den Uhrensünden am Internet ist, oder wenn das der Sinn von irgendeinem Drinkloster, oder Kokableder ist, oder irgendwas anderes, was die anderen Menschen auch verurteilen würden, dann kann das sehr leicht mal einmal der Sinn von Hochmut sein. Oder der Sinn vom Stolz, oder der Unversöhnlichkeit. Der sinnhafte Ort, der Gläubige unter ihr Rippen kreizen so ja aus der Angläubige, bloß manchmal sind das einfach Stromer. Der hat das Fein eben getüncht. Und das meist nicht in den Sinn üzeugen kann, oder das. Und dann soll echt der Sinn da sein. Der Achen, der kommt immer nur. Und dann wird einmal wies der Finger Gottes in den Arm. Und dann wird am Angst. Aber wir sollen heute hier Buße das. Das ist ja das Gute. Wir haben einen gnädigen Gott. Und wenn wir uns noch so sündig fühlen, wir haben einen Gott, der Sinn vergeben das. Wo der mit am Hand will, dass er und Achen Buße tun soll. Plötzlich kann Achen sich sogar an alles erinnern an sein Leben. Dann steht er dort her, diesen Rechter, er kann nicht mehr verstorben. Und dann kann er sich erinnern, aus er klein wie ein kleiner Jung, ja, aus den Jungs hier sind, vielleicht auch der Nadere noch, die sind auch die ratere Jungs, aber die kleinere, wo der dort, wenn ein Kind was getan hat. Der ist dort, wo er abgekruppen hat, und kennt die gesagt, dann fällt ein Glas drauf, und der wollte dort Mama reden, das Glas wollte, und nicht das Glas zwei. Der nimmt das Schwind, hebt alles ab, euer der Mama kommt, hängt in ihrem Ring, was passiert nicht? Nicht geworden, schnitt sich der Hähn meist ab, aber nicht geworden. Der Hähn hinter dem Regen in sein, du hast nichts nicht geworden. In den Jugendjahren, da hat man dort ein bisschen anders. Dann kommt die Mutter, die in den Jähn fragt, aber Mial, wo bist du, so laut du warst, nur nicht. Dann fragst du vielleicht, was habe ich getan? Nichts. Ist dort nicht manchmal so der Antwort in den jungen Jahren, um den Sinn zu verstoppen? Nur nicht warst, nichts getan. Dann ist das am meisten klar, oder hast irgendwas getan, was du dir aber nicht sein wirst. Der Sinn, der ist so heimtückisch, der sieht sich seine Wege an dein Leben nicht zu schlägen. Und das ist so schwer, dort zu entlarven, dort zu finden. Wen warum nicht, wen tun echt, wir wollen den nicht updaten. Wir wollen immer der Hände hin, wir wollen immer an sie wir töten. Nur der Erwachsene, kommt der Sinn dann ein bisschen anders. Der Sinn von der Kindheit, der Sinn von der Jugend, wenn der nicht in Jesus gebracht worden ist, keiner hat es gehört. Von der ist die Lehre nicht, auch jemanden ihn bekehren. Auch Jesus kann Jesus annehmen. Jugend, jemanden Jesus annehmen. In Jesus hat Rühm gewonnen. Aber wann dort nicht passiert im Menschenleben? Und der Mensch wird erwachsen, dann wird der Sinn mit einem Typ. Und da wird der Sinn zu einem Monster in seinem Leben. Mit dem Sinn spielen ist sehr gefährlich. Dort ist es in einer Geschichte, die alle gehört haben, da hat einer so ein Tigerkot, die redet, man merkt, das ist groß. Und als der Tigerkot groß ist, legt das plötzlich zufällig blöd an dem Bein von dem Wirt und merkt ihm dort. Dort ist eine Raubkatze, und der jäht nicht zu zähmen, und so schwind aus dem Blut schmeiten, der dann merkt er den Mensch dort. Und kreizt ja erst einmal den Sinn. Der jäht nicht zu verheimlichen, zu verstärken, eine Hupnung, dort wird ja noch irgendwie geworden. Ersten Bett ein Bäuerschluck, eine Herren Alkoholiker. Ersten Bett schmecken, dann willst du was machen, dann her drogenabhängig. Leben kaputt. Nicht mehr wollten wir kommen, die das Loch rührt. Der Sinn, der wurde ein Monster, wenn der nicht aus den kleinen Sonnenkuren in der Tritze gebracht wird. Und die gar nicht ziehen kann an uns leben. Du hast die Lehre nicht von dir. Dort ist das Thema von dir. Erst deine Sündenschuld geklärt. Die Sünde, die du gedungen hast. Erst die Ewart sieht geriemt. Da wird alles einmal für den Rechter aufgerollt. Je nur Achan ne Josua kommt, oder Josua Noam, wo der immer, je klarer Wort ihm dort, das trifft mich, das trifft mich. Und plötzlich können wir nichts mehr verheimlichen. Und wenn wir vor Gott kommen, da wollen wir nicht an unsere Hände in ihrem Regen heulen,
Da wollen wir nicht irgendwelche Ütreden haben, wenn die Wort fragen, aber mir auch, wer hast du an deine Jugend, das nicht zu tun? Bei Junges, was hast du gekriegt in deine Jugend? Dann wollen wir nicht schon sein, habt ihr schon ja gesagt, uns verstanden, er ist groß genug. Wir reden von der Olaf von Memorial, wenn wir von Phones reden oder Computers reden. Wir haben Memorial. Und versucht mal an Google zu finden, wie groß Menschen verstanden ist. Die Menschen wollten dort nicht, wie groß er ist. Die reden von Petabytes. Die wollten von Gigabyte, von Terabyte. Und von Verstand redet man von Petabytes. So, das ist so unheimlich viel, das konnte sich kein Mensch überhaupt nicht mehr vorstellen. Und läuft nicht aus ein Tod, oder ein Wut, oder ein Gedanke, oder ein Blick, was du gesehen hast, bei Gott verloren ist. Der wird dann abklicken, dann wirst du kreit wollten. Dann wirst du kreit wollten, dem 10. August, hier ist er oben, habe ich ein Ding hier, dann der erste Mond mit dir, während dort denkt, was ich diese Welt mir vorgenommen habe, oder was ich tun habe, dort soll ich nicht tun. Und du wirst nicht Udred haben. Ach, er hat schon Udred. Aus Josef, was tun wir? Dann rollt dort alle ab. Seine Gedanken werden abgerollt. Seine Hände warten ab immer. Seine Wiede kommen alle über die, was er gesagt und gedacht hat. Da wird nichts mehr verborgen. Wenn der Sünd einmal getan ist, der jetzt nicht mehr rückgängig zu merken. Gott wollte um all deine Witze aus aller Ramon. Du darfst vielleicht nicht mehr, der Sünd der Jugend. Nicht aus der Jugend. Aber wie viel auch noch die Plätze sind da die Männer vielleicht hier besiegen können. Was wird ihr Arbeit, wenn sie fischen gehen? Nicht immer. Sicher nicht immer. Wir können ja hier der Fischer wird sein. Aber hier wollten kein Wort meinen. Dort kann eine Gesellschaft sein, die nicht heilig ist. Und bei Gott hat nichts verloren. Die Achen, die muss alles abrollen und alles wiesen, würden wir. Das nächste. Dort sind die nicht bloß den Sinn da an, die sind auch die Familie an. Die ganze Familie, die stand plötzlich ganz blamiert da und uns sehen, das, was ich geschafft habe, das ist aber natürlich nicht mal eingeworden. Habe nicht gedacht. Und du hast die Mutter, die wird nach solcher Ehre gedacht, die Bistunde, wann der andere würden sein, vielleicht läuft holig vermohnt sein, vielleicht erst du neulich ein Klimbettchen da Hand gekriegt. Oh, dann wird manche an die Mutter schwierig sein. Was willst du mir mit dem Kumpf vermuten? Meine Tochter erst nicht und erst so und so. Kannst du mit dem Sehens? Dort wird auch an seine Familie vielleicht auch gedacht haben. Aber plötzlich, dann steht die vor der Tatsache, dann hat er seine ganze Familie an Dreiten getragen. Leute, Vorders, wo treibt wir unsere Familie an? Du hast ein Vorder in Drinker, vierten Prostet leben, kann ich dir doch bei uns an der Arbeit wieder zu, da wir eine Familie. Wenn von dir geredet wird, dann wisst jeder, oh ja, dort ist ja von dem Vater. Aber was haben die Kinder damit geschaffen? Aber dort hat sich Auswand verorben. Dann sind dort sündenpraste Kinder. Adel von dir sind edle Menschen geworden, Gott sei Dank. Aber von fern aus wird das ganze da, dort zu mir, deine Familie, Leute, Vater, wird vernommen. Haft deine Familie, dass die Nomen. Leute, sehen es, was du deine Vater an, Leute, dachte, was du deine Mutter an, wenn ein Bild je wie eine Büte von deiner, von jüne Familie. Wenn der anderen die Kinder tun und machen sagen, ach, das, was die Familie kommt, wo ich schon mal gedacht habe. Dort wird Aachen vielleicht auch nicht geläuft haben oder sie eine ganze Familie an Dreiten getragen haben, die will ihr dort auch nicht. In diesem Register, der steht auch an erster Chronik, steht geschrieben, dann steht immer geschrieben, wem sehen heute erst. Dort heute immer so, wie der Aachen, der Sehen von Kimris, der Sehen Sabdis, vom Sturm Serach und dem Sturm Judah. Sie sind ganze Freundschaft, die ganze Gemeinde. Meist kriegt die ganze Kolonie an Reiten hergetragen. Wir haben alle klicken, sie treten, sie sagen, dort ist er. Dort kommt er, in Maryland kommt er. In Orient kommt er, irgendwo kommt er her. Das ist vielleicht mal einer seiner Mann. Aber dort redet dann uns. Was für Bild je wie wieder? Dort will auch ein unbedingt nicht haben, verher. Aber dort wird geworden wir. Und wer ist schuld? Das sind Talon. Das sind begonnen. Noch mehr. Dort gerippt auch das ganze Volk an. Wir lesen in Kapitel 7, Vers 1, Jerusalem, teils da heute die Kinder Israel, die wohnten, die waren antrü und dem verbunden. Nun, die Kinder Israel, die werden Düsende. In einer hat gesündigt. In einer Bibel steht geschrieben, und die Kinder Israel werden antrü geworden. Wenn ich an das denke, dann wird mir manchmal sehr bange an. Wenn das wirklich ist, das ist. Und da dreht ut, wenn eine Gemeinde einer ist, der afterreden geht, oder dann Gott seine Uhren dann also erst auch die ganze Gemeinde schuldig ist da an. Sicher wird jeder für sich verantworten.
Du wirst nicht für einen anderen seine Rede verantworten, für die auch nicht einen anderen. Aber was darf dort vernommen? Und hier heute das ganze Volk wird ungeredet und hat hier gesündigt, heute hier, wo in Wirklichkeit bloß ungehaft. Und dann fragen wir uns manchmal, wo bleibt die Seelen in unserer Gemeinde? Wo blieben die Bekehrungen? Wo blieben die Erwartungen? Geschwister, wollt ihr, was normal ist im Gemeindeleben? Hat sie die Meinung, ob das normale Gemeindeleben ist, ob wann Sonntag Menschen zum Glauben kommen im Gottesdienst? Ob man einmal eine Welt nur der Bibel stellt, ohne eine Hüsfahrt von der Bibel stellt, und der kann danach nicht durchschlucken, der bekehrt sich. Wenn man einmal erst ohne eine Gebet stellt, der hat die Mut, mein Gebet, der kennt nicht mehr einen Tag. Er fährt eine Hüste, dann kann er nicht anders, dann sieht er sich seine Seelsorge ab, dann hat er Buße oder einen Bruder gehost hat. Dann deit er jetzt dort oben, deit dort oben, er lebt dort erst ein normales Gemeindeleben. So soll das sein, der Jesus Gottes, der wird wirken, Tag für Tag. Nicht bloß einmal die Tür, die ich oben töten, sicher konnte da besonders wirken. Ob das normale ist, oder das immer und immer ist, ob hier ist das ganze Volk nicht schuldig gesprochen, wenn du eine Sünd ist, dann fragen sie sich, wo bleibt die Erwartung, wo bleibt der Sieg, wo bleibt uns Jesu Lied wissen, wo bleibt unsere Erkenntnis? Die bleibt da, und die Sünd, das ist aus dem Schrift, da alles rüttelt. Und die ganze Energie, manchmal auch von der Gemeindelehrerin, meist die ganze Kraft geht an den, mit jemandem Trubelstech zu nehmen. Wenn du viel mehr Buße wir, wenn du viel mehr Heilige gibt das Leben wir, in Abrechtigkeit sind, abzuriemen, rüttelriemen. Ich glaube, wir würden von dem Sehen so profitieren, das würde uns alles so schön gehen, aber das ist, was das ist. Die Sünde wäre so schwer über die. Und die Sünde trennt uns von unserem Gott. Ich habe einmal irgendein elektronisches Ding gekauft. Ich glaube, dass wir ein bisschen Licht, wir haben ein bisschen besondere Fläche. Und das denkt, das geht nicht, und das geht nicht. Ich möchte schließlich oben, dann weiter ist bei schub die wahre Töne, das geht nicht. Aber ich mal schließlich checkt, wo ich dünn muss, und da stünde geschrieben, du hast ein kleines Papierchen, packst du das los, dann treibst du das rüber, dann wollte ich klarlaufen, wo ich gehen. Die Batterie wird von dem Licht getrennt. Und dort wir so dünn, konnte nicht sein, dass wir Licht das Plastik, und dort riecht üt, oder das Licht nicht dachen dort. Und der geringste Sinn, der riecht üt, um uns von unserem Gott, auch von der Gemeinschaft der Gläubigen Heilige zu trennen. Wir werden erst so wichtig, die Sünde abzuriemen. Nun, wir sind hier bei der ersten, die Sünde dünnen. Der zweite ist, die Sünde verstärken. Und wie die Sünde dünnen, dort ist die eine Sache. Aber wenn der Mensch dann reut ist, die Sünde bekannen, futzt damit nicht Jesus zu gehen, dann hat er war einen schönen Tag. Du hast Vergebung da. Aber das Schlimme fängt an, und wenn der Mensch aufhängt, die Sünde zu verstärken. In der verstärkten Sinn an uns Leben, der macht uns kraftlos, erfolglos, helplos, mutlos und gottlos. Die hält uns ab von Wosen, wir kommen nicht wieder. Ich denke an eine Person, die kommt, sie in Seelsorge, und bekannt, dann willst du auch ein paar Monate im Glauben gelebt, bekehrt, und ich habe Pflicht geschmiert. Denkt mir so, Leute, ich habe das nicht bekannt, ich habe Buße getan. Ich hätte die Seelsorge, dem schafft dich auch und sagt, schön, was du Buße getan hast. Schuld, was du bei dir nicht hast, könnt am Glauben wissen. Interessanter Satz. Hast nicht könnt am Glauben wissen. Wolltest du auch die geringste sind, auch dort ein Haus ist, Unversöhnlichkeit, oder Pflitsch, irgendwo tun, irgendwann los, der Schmerz drehen, dort lass dich nicht am Glauben wissen. Du dich nicht wundern, wenn du nur 2 Jahre am Glauben noch einmal nicht wiedergekommen bist, wann die Pflitsche sind, am Leben verstärken ist. Der lässt einem nicht wissen, auch nicht im sich leben. Man kämpft nicht wieder. Wer in der einen Sinn treibt, der andere mit sich. Und so ist das immer. Die Freude fehlt im Leben. Ich glaube, wenn die Menschen zu achten, sie nicht einfach alle wurden, mal haben musst, einen Seelsorger in die Ohren schicken, und der wurde entfernt, bist du dort? Oder du würdest noch nicht mal brücken, der würde bloß mal anschicken. Ich denke, dass Achan wurde so ähnlich als dort bekannten Abel wir, als einer dem anderen deuten wir. Und dann, was lesen wir? Der Leute finster seinen Blick sinken. Das wird der Sinn an uns Leben merken. Lädt. Wenn wir einer dem anderen nicht in die Ohren schicken können, dann hast du entweder was dir einen Bruder oder du hast Sinn in deinem Leben. Und dort, dann, dort ist eine Unversöhnlichkeit. Und dort ist ein großes Hindernis an der Gemeinschaft mit Gott. Der Sinn versteht und merkt uns schwach, der lähmt uns. Und hier angert uns, Achan, Töterüppen, Achan, komm du doch mal rüt, du ihn versteht. Kann dir dort
versteht ihr spielen oder Plinskück spielen, wenn an jeder, wenn sich den ganze Herd versteiten, der andere macht alle Segen und aufschlungen, Chanje sind Chanje, wenn ihr schon ihr das nach Chan, wir hatten eine Kindheit, meist bloß einmal sind dort zu spielen, wenn wir hatten schon elektronische Dinge, wir hatten nicht mal einmal Plastik vor dir, nicht, mussten irgendwas spielen, dann spielten wir einmal Plinskück, nennen wir dort. So dann sag einer dem anderen. Und der Achen, der kauft sich gut versteht, wenn die Sinn getan hat, hier in diesem Fall. Dann jankert uns einmal Töter rüben, Achen, komm rüht, Gott hat dir gesäun. Komm rüht, Jesus ist für dir im Tritzi was, versteht die doch nicht nur so lange hinter dem Böhm. Schäm die nicht mit deinen Sinn. Komm, ne Jesus, in der verjärft. Dort wird uns diesem Achen doch jankert Töter rüben, aber der Sinn, der verstört in seinem Leben, der mögt ihm das ganze Leben schwor und kaputt. Büderlich, jankert vielleicht nicht so hastig zu säunen. Er hat sich beruf. Und manchmal hat einer, der einen Sinn, einen verstärkten Sinn leben, der hat, oder der hat, der wird ganz beruf dönen. Da hat sie gut gegeben, dass jemand einen Chor mitgesungen hat. Und der andere, der hat ein Instrument gespielt. Und die wir ganz dabei in der Gemeinde. Und wenn er dann nicht hochkommt, dann muss man, weit oft nicht durchgehen, wie um den Sinn zu vertuschen. Sie tun, das waren alles in Ordnung. Aber weißt du, wie viel Kraft das bringt? Das bringt kreuz so viel Kraft, weil die ganze Zeit scharfer da ohne Aufhang zu leiden, ohne den Sinn. Dort wie wir uns bedarfen zu. Bedarfen im Psalm 32, da lesen wir, gleich soll ich, sagt er, doi, dem die Übertretungen verjäft, dem seine Sünden töideig sind. Gleich soll ich, doi Mensch, dem der Haar der Ungerechtigkeit nicht anrechnet, in dem sie jetzt keine Falschheit ist. Aus der Stelle wir, verfallen meine Glieder durch mein Stehnen den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lacht deine Hand schwur ab mir. Verwandelt wird meine Sanft eine Sommerherd. Verwandelt wird mein Sanft eine Sommerherd. Das meint so viel, sein Körper hat Feuer getreten. Das war ich da rausnehmen. Bei dem drehe ich das Holz aus. Da wie krank, seine Knöcke brüken. Wenn wir breiten uns die Knöcke, wenn wir Feuer haben. Da gibt es so viele Menschen, die nehmen Nervenperlen an. Und man kann einen höheren Prozent davon überzeugt sein, wenn der Mensch wird Frieden mit Gott haben, dann brückt er dort nicht. Das gibt Fälle, das macht, das geht nicht anders, wenn die Körper wirklich kaputt gegangen ist und die Nerven nicht mehr erarbeiten, dann kann das sein. Aber in solchen vielen Fällen brücken die Perlen nicht gebrückt worden. Da muss einmal Frieden mit Gott sein. Der hat den David könnten noch und noch Nervenperlen geben. Dem sind Frieden, wird nicht reingekommen sein. Aber da, wo er aber neu ist und ob sie ihn ungesicht vor Gott liegen wird, und sagt, aus ich will meine Sinn verstärken in mein Leben im Plitsch hören, dann verschmachteten meine Gebeine. Habe ich ihn kaputt, oder? Ja? Der ist der verstärkende Sinn. Sei einmal, denkt ihr einmal ganz nah, du bist ganz allein und du setzt mit deinem Seelsorger Jeneva um dich. Wir werden hier auch jeden Abend einen Seelsorger einladen. Eine Seelsorger ist ein Dash, hier ist ein Stuhl, hier ist ein Stuhl. Und wenn du eine Nöte hast, dann kostet der Vertalen. Der Seelsorger wies dir einfach in die Bibel, wo der weich ist. Der Seelsorger kann deine Nöte nicht vergeben und nicht lösen. Aber der kann dir rot in die Bibel geben. Dort ist ein Seelsorger. Und wir werden auch hier immer weiter dort einladen. Uterriemen. Komm in den Seelsorger, wenn du dort nicht erst kommst. Und ich denke dir einmal, nein, du setzt ganz allein mit deinem Seelsorger hier in Eva am Dash. Und dein Seelsorger ist Jesus Christus. Und ich schicke dir einmal, so läuft tollig aus der Heiland es. Eine Uhren, in der fragt die, wer geht die dort? Was willst du dem sagen? Wer geht die dort? Ich glaube, ein Mensch, der Jesus Christus ganz rühm in sein Leben gibt, und der alle Tage sein Hort utriemt, der Sinn wachriemt, der wird dem Herrn sagen, Dankeschön. Dankeschön für die Not, an der echt leben kann. Das gibt nichts Schöneres im Leben, als zu wollen, mir ist der Sinn verjäft. Und dort können Menschen wollen. Dort hat Jesus Christus nicht verjäft am Kreuz vollbracht vor uns, oder uns die Sünden verjäft sein. Und dann kann man am Unschicken sein, Herr Jesus, der Stine Genot, sie hat dieser dankbar. Kannst du dort sein? Und dann wirst du die finster den Blick sinken lassen. Und dann wirst du mal sagen, Herr Jesus, ich würde dich noch meinen Fuß auf der Schlein. Herr Jesus, ich würde dich noch ein Bück bringen. Herr, ich würde dich noch ein Städtchen in mein Hort, Martin, über jedem, wo ein Junge oder ein Mjalben ist, der mir mehr wird, als du bist. Und darum halten, wo die Reut sind, zu sinnen. Das sind verstärkte Sünden im Leben. Wo würden wir unseren Seelsorger sein, wenn wir vor dem Sätten wurden? Oder wo Sätten wurden einen Namen in die Uhren schicken. In der Sünde merkt uns ganz mödlös.
Wir lesen dann diese Geschichte aus dem Mana Trittheim in Hoden verspielt. Dann wird er hart zu Wuta. Dort wird verschmalt. Die verloren ganz ihren Mut. Und dort wird der Sinn dann ans Leben deit. Du hast nicht mehr Mut, die Bibel zu lesen, wann der Sinn verstärken erst am Leben. Du hast nicht Mut mehr zu beten. Manchmal deit man dort noch, damit das nicht zu sein abfällt. Damit der andere nicht mit einem früheren Stahlen anmachen. Aber Mut hat man nicht, wann der Sinn am Leben ist. Das hilft dann bloß zu einem Mut. Mut mir, um in Jesus zu kommen. Uit zu riemen, weich zu dönen. Und dann mutig war er wieder gönnen. Ein Stückchen dritt kommt eine Geschichte, weil er wollte nicht kommen, wollte ich nicht mehr nehmen. Für die Kinder. Und an der Geschichte, wenn ich mir recht erinnern konnte, wie ein nahe Jung beschrieben. Und es konnte nicht sein, wenn war das wir. Aber der Junge, der hat sich kalt gestohlen. Vielleicht wieder dann Knob oder was, oder der hat sich eine Hand kalt genommen. Revenkalt, die wollten, was er meint, das drehe ich nicht. Und stoppt sich der in den Fub. Wollte aber immer, was er dort will. Ich wollte das nicht mehr. Aber allemal müsste er auf dem weichen Hüsen hingewiesen, dann bei jemandem Freund, sagt er, wer will Piet waschen fahren? Ja, wer will heute hübsch auf dem Piet ab? Und die fahren eine Wäsche nennen mit dem Piet. Und da auf dem Wutter vor euch legt dem Jungen dort, dann fällt er im Wutter nicht. Von Piet drauf. Da ist euer Busch, ich war auf dem Piet ab. Dann mit einmal fängt er an zu schreien, es brennt, es brennt. Der Kalt fängt sich an abzulösen in der Fub, ja. Und der wird ja heut. Die Menschen verstünden nicht, um was es geht. Es brennt, am Wutter brennt, da brennt nichts. Aber am brennt der Sinn, die gestohlene brennt an. In Kreuzerohr wird das mit uns gewessen. Da brennt es, wenn der Mensch den Sinn verstoppen wird. Und dort erst bei uns Menschen ist es dort. Wir sind so daran bedürft, dort zu verstoppen und nicht über die zu bringen. Aber viel besser ist dort nicht dem Leben heilen damit zu kommen. Eine Zeit, euer den Sinn uns aufhängt zu brennen, in seine Schulden, der ich ans ganze Leben unterrichten. Ohne Lehn oder andere, ohne Sinn oder andere, ein versteht Platz nicht im anderen sehen. Und wir wollten ja alle, was der Lehn hat, Karte bauen in der Sündung. In der Dritte, aus Aachen, nun verwortet kommt, und mit alles überdeel macht. Dann bekannt er seine Sinn. Diese Geschichte endet damit, und Aachen in seine Familie, die Martin für er vergonnen selbst betonen. Ich will das nur einmal verrückt sein. Du und ich, wir haben dem Aachen nicht verrückt. Wir haben dem Aachen nicht verrückt. Wir sind kreuzende Sünder. Wir würden kreuzefähig sein, dort Goldstein mitzunehmen. Wir würden dort vielleicht kreuze gedungen haben, aber was wir anders haben aus Aachen haut, wir können von dir, der ist die Not von Jesus Christus, Vergebung kriegen, in Martin nicht für unsere Sünd selbst betonen. Aber der Aachen, der sagt hier, ich habe gesündigt. Er fängt an, zu krummen. Und dadurch passiert dem ganzen Volk Heilung. Und dort bedient so viel, und Sinn bekennen, dort merkt nie. Dort merkt ihr Sinn, dort merkt Sturz. Dort bringt den Fried, den man verloren hat, wahrer Tritt in ein segnendes Hort. Und dort hat man kein Geld nicht zu betonen. Wer den Fried kriegen, der in seinem Hort nennt, wann der Sinn rückgeriemt wird. Und hier haben wir doch zu den Aachen Töterrippen zu sein, Aachen, hier ist deine Gelegenheit. Und hier von dir ist deine Gelegenheit. Deine Gelegenheit, Vergebung zu kriegen, in Rüte krummen und abzuriemen, all dort, wo die all so lange geplagt haben. Oder vielleicht gerade nun, quälen dort. Hier ist Gelegenheit, die Gedankenwelt in Ordnung zu bringen, und uns ganzes Leben recht zu stahlen. Aachen, der Mann, der mit alles über die Hilfe gekommen ist, er kann auch seine Gedanken nicht mehr verstoppen. Und was würde er tun, wenn wir mit einmal hastig alle würden verstehen bei uns, und der ich sechste Glas haben, wo die Gedanken hinter zu lesen gehen? Glaube ich nicht, oh Gott, wie sei er, wo sich würden hinter wesen, gerdient ich heute. Merken die alle, da schwindt er, oder Menschen, da wollen es nicht, würden sich einen entschicken. Aber wolltest du, oh Gott, Gott dann entschicken kann? Der wird kreit, wo du denkst, der wird kreit, wo du dort meinst, noch viel mehr, der Chant auch dort hört, und der wollt auch, wo du die gewohnt haben, dort wolltest du auch. Du hast einen jungen Mann, der hat einen unerlaubten Kontakt abgenommen. Über Facebook, oder über Instagram, oder was immer dort heute macht. Und dann noch mal einen befrieden Mann. Ja, der hat immer so viele schmacke Bilder auf dem Status. Und der Mann, ihre Uhren, die kicken durch Hahn und läuft dort,
wo die Männer über Jünd denken, wenn du die Bilder stellen, dort kann ich Jünd nicht feststellen. Wenn du Gedanken sollen über dir kommen, besonders gottlose Männer, vielleicht mehr aus Christli, aber die Christli wurden zu sind, vielleicht auch all sind. Namat einmal, dann wird das Mädchen ein, dort spielt das erste Witte gehen. Und dort fängt auch an, über dir zu kommen. Wird erst dann das Beste zu tun, dann erst das Beste in den Heiland zu rennen. So schwind aus es je, nach dem Altar zu gehen, wo das Opfer für uns vollbracht ist. Da, wo für den Sinn betont ist, man du dich nicht mehr wollte, der ist. Der Sinn macht abgerieben, über die junges Kreuze. Wie viel verboten ist, erst durch die Gedanken gegangen. Wie viele Bilder lohnten die danach nicht hier dich schlucken. Wie viele Gedanken gehen durch den Kopf, wenn du was anderes tun sollst. Du hast ein Ausweg, bekennen, den Herrn Jesus dort sein, und der Herr, der halt. Glaub nicht, ob du, wenn du von deinen Sünden nicht löst kämst, ob du nicht üben bist. Und ob du vielleicht nicht normal bist. So denken viele junge Menschen. Die fangen an, von sich zu glauben. Ich bin nicht mal normal, ich komme von meinen Sünden nicht mehr los. Der andere schien zu haben, alle kein Problem, und ich steige da bin an den Dreiten, komme da nicht rüber. Denk nicht so. Wir Menschen sind alle versuchbar. Wo du vielleicht nicht wollte, der ist. Oder andere Menschen auch versagt worden. Und dann auch ein Ding. Den hirst du nu, dem Weichner den Kriegs am Verjebung zu kriegen. Und den jäfft dort. Nimm die nicht fair, nicht dem Kriegs zu gehen. Nimm die nicht fair, den Sinn zu verstoppen. Sondern nimm die Leute fair, den Sinn über die zu bringen, in den Jesus Christus zu bringen. Und dort ist der Weich, der Buße. Buße dönen. Für Gott bekennen. Und hier ist mir ein Ding sehr wichtig. Mitzugeben. Wenn wir über die Sinn nur denken, und vielleicht geht dir doch so, die Däte sind auch Leute, und vielleicht hast du auch, unbedingt hast du auch mehrmal wo Buße getan, und Gott um Vergebung gefragt. Und ich will dir einen Rat geben, wenn du mit deiner Sündenschuld nicht über den Weg kämst, und die Sünde, der ist dir auch bewusst, du hast Sündenerkenntnis, und du bringst die Sünde nur Gott, dann wird Gott schon mal nicht fragen um Entschuldigung für die Sünde. Dort gibt nicht Sieg. Frag bei Jesus um Vergebung. Was will ich dafür einen Unterschied haben, um Entschuldigung oder Vergebung? Nun, wenn ich an der Cola stehe, sind vielleicht viele Menschen, und dann beim Drehen oder so, klingt ich mit einmal einen Teufel auf den Teu, auf den Hütten ab, und dann sage ich, oh, Entschuldigung, das mir leid. Und damit lade ich das ab, das kann vielleicht noch einmal passieren, nicht? Und ich habe doch nicht mal gewollt, ich habe ja gar nicht extra Teu gesagt, dann sage ich, Entschuldigung. Aber wenn ich einen Sinn getan habe, wo Gott mir haft geprüft hat auf der Hölle, und ich habe dort über mein Hort wahre Fähre genommen, dann hat dort unbeaufsichtigt, vielleicht wollte ich dort nicht mal, aber dann ist der Sinn wahre passiert. Und wenn ich dort das zweite Mal getan habe, dann habe ich auch in Gefallen da an. Oh, willst du dann halt dort nicht zu sein? Oh, Entschuldigung, das mir leid. Dann macht wir am dort blöd Jesus ringen. Dann macht wir Jesus fragen, wirst du mir das vergeben? Wer mein Beuys jetzt hört, das will dort. Und das will dort immer wahre. Dann macht wir am Vergebung fragen, und dort ganz ernst. Und das schrieb ich nicht sich. Wenn der eine gebunden ist an Gebundenheiten, aus dort Süchte sind, oder irgendeine andere, wo einer nicht von löst kommt, was immer dort ist, dort redet nicht übt zu sein, oh, Entschuldigung, nur die Zeit, der Sinn war er vollbracht, nur denkt man, dort waren ein bisschen Damen, und naja, er war nicht mehr, Entschuldigung. Er garantiert dir, du jetzt mal in wahrer Hand, das ist dasselbe. Der Sotan, der ist immer noch der letzte Schlag. Aber wenn du warst kommen, Jesus, dann warst du nachgekommen, der Tritt, dann warst du so in dir an diesem Reben halt, da hat Jesus gehangen. Da lag das blöd. Dann wollte das ernst sein. Und dann wollte der Teufel wieder ranmachen, als wenn du bloß Entschuldigung seiest. Nun, Entschuldigung essen soll ja schon nicht Wut. Nicht, ob du das Wut nicht mehr erbrücken. Aber ihr verstanden, was das geht. Da muss Vergebung sein. Und Vergebung kriege ich, oder frage ich, und Vergebung frage ich meistens erst dann, wenn ich wirklich mir bewusst sehe, meine Sünde bringt mich im Verdorbenen. Und dann geht nicht Jesus mit den Sünden und früher am Vergebung. Nun zum Schluss noch einmal. Wenn Achan seine Strophe selbst drücken muss, so sei wie eine sehr viel bessere Lehre. Wir haben einen Jesus, der die Sünden alle weggedrückt hat. Der hat all meine und all deine Sünden von jeder einem von uns und von der ganzen Welt alle auf sich gelohnt. Wir lesen dort in Jesaja, Kapitel 53, da heute hat Wahrhaft, heuhaft unsere Lieden gedrückt, in unsere Weide haft er ab sich geladen.
alle Sünden auf Jesus ab sich geladen, alles unschuldig ab sich genommen. Und wie hielten arm für bestraft, von Gott geschlören, in Dol geboren. Doch um unsere Sünden wählen wie heu der Stöcken, in um unsere Missedoden wählen verschlören, die Struf zu unserem Fried lag ab arm, in der seine Striemen sind wie heult, der seine Wunden. Liebe Seil, liebe Menschen, liebe Tuchira, wenn uns dort bewusst wird, wenn dir das einmal bewusst ist, meine Sünde ist Schuld daran, dass Jesus verwundet worden ist, dass Jesus ihm Blut vergoten hat, dann fängt Jesus ihn Wort in deinem Leben ohne Wirkung zu haben. Wenn ich da an Leute sein über Krieg, dass Jesus dort hat, für mich muss uthöhlen, und wenn mir dort bewusst wird, und wenn heute das nicht getan hat, dann wird ich da hängen. Dann wird ich da achten, dass er bestraft wird selbst. Aber nun habe ich dort verreicht, am Glauben Jesus zu kommen und zu glauben, dass sein Opfer dort am Kreuz von Golgatha unser Rahring ist. Und wenn du ein Glaube verreicht an deinem Leben und in deinem Hort, der mag nicht groß sein, so ist die Erdkugel. Und nicht mal so groß als den Rühm. Wenn du ein Glaube hast, der ewig reden wird, und du glaubst, dass eine Leid von dem Blut von Jesus Christus, der dich für Gute hat, wenn du dort von Kreuz rauffällt und auf deine Hände traf, dann sind deine Hände gereinigt. Von all den Sünden, die du getan haben, als du gesündigt hast mit deinen Händen und dir selbst, als du die anderen Menschen damit geschlagen hast, als du in Bösen Brief geschrieben hast, die Hände wurden rein gewaschen. Wenn du den Glauben hast, dass eine Leid von Jesus in den Blut ausreden wird, um deine Ohren rein zu merken, dann wurden die rein von all den schlechten Bildern, die du danach träumen dessen, die dich nicht in Frieden lassen. Du hast noch keine Vergebung für ihr Gift haben. Dass eine Leid von Jesus in den Blut und noch wenn er dort redet, um all die Gedanken rein zu merken, die ein Mensch zu sagen tun. Und am keinen Frieden hat nicht geben. Dort redet er, um das ganze Hort rein zu waschen. In der Bibel sagt, und den Himmel riecht worden bloß dein Angun, dein ein reinet Hort Hahn. In den reinet Hort schrieb ich bloß, wann wie ne Jesus kommen, früher nahm, Herr Jesus, mein ganzes Leben, das ist einfach ohne Sinn. Du darfst gleich viele Sünden abreden. Ich bedürfe, als einer von uns wird mit seinen Sünden an einkommen, wann wie von dir wurden bald in der Nacht sein. Ich bedürfe, das wird ewig reden. Und Jesus will dir gar nicht alle hören. Der will einmal hören, und du tauschtest, ein verlorener Sünder zu sein. Dort riecht tau. Wenn du da ohne Sinn bekannt hast, dann sagst Jesus, er sie ohne die verloren. Dort riecht ihm tau. Dann nimmt Jesus uns an. Und dort erwartet er. Und wir luden die einen von dir, eine Seelsorge zu kommen. Jesus Christus anzunehmen. Vergebung bei ihm. Geschenk zu kriegen. Aus den Genoden geschenkt. Und dann aus dem Friedchen Gottes. An dem Fried Jesu Christi. Wieder zu leben. In Lüden, was Jesus war, wird kommen. Dass ich will dir eine Rot geben, die ganz zuletzt. Ein sehr wichtiger Rot. Du, die Sünd in deinem Leben, ganz ernst verurteilen. Du, die Sünd in deinem Leben, ganz ernst verurteilen. Viele Menschen tun das nicht. Die tun die Sünd ein bisschen verstärken. Nächstes Mal, na ja, es ist ein bisschen Fehler. Und dann wird das so ewig geschmiert. Und dann fühlt dort steckt der Ware. Du sind mit an all deine Kraft, die du kannst, an dein Leben verurteilen. Und lass den Helden Jesus darauf hinweisen, wo sind das. Während er ist tödlich, der bringt uns eine Hallen. Und wenn wir nicht abmutsam sein an der Zeit, dann verfüllt dort unser Wesen an uns. Und die sind, der kommt derch und derch. Und da wird bloß einmal schwand davon, dort löst zu kommen, dort zu bekannen. Das wird nie nicht schlechter aus von dir sein. Dort kann ich dich auch mehr dulden. Die wird das nie nicht im Leben leichter fallen, die sind die Bekannten aus von dir. Morgen ist das noch schwander. Übermorgen noch schwander. Da wirst immer mal ein groß, Eva. Und da sind immer mal Ütreden. Und da sind immer mal Freunde, die dich kennen wollen. Was ist das nu? Das wird die am leichtesten von dir fallen, die Sünden zu bekannten. Und die werden das wichtige Rot. Verurteile die Sünden in deinem Leben und dann kommt Jesus damit. Dann bist du dort los. Dann brauchst du dort nicht mehr selbst drüber. Dort laden wir dich von heute an, von dir so aus, eine Seelsorge zu kommen und dann mit Jesus zu reden darüber. Wenn du weißt, wie halten die dabei. Und wenn du dann mit der Seelsorge wirst wachgehen und dort annimmst, was Jesus dir anbeugen wird, dann wirst du vielleicht, so als Pilatus dort nicht so recht verstanden hat, aber meist verstanden hat, Pilatus, dass du dort so nicht wohl, dass Jesus sich riesig wird,
Und dort aber schließlich muss hören, durch den Druck. Dann seht ihr, euren Sohn, in Matthäus 27, er sagt, ich sie ohne Schuld und diesem gereichten Sinn blöd. Er wollte nicht an Schuld sein. Der hat noch irgendwo nicht verstanden. Der wollte sich rückdrehen. Wolltest du dort den Sinn da, wenn der sagen wird, es ist noch dieses Schlamm. Es ist noch nicht, ich wollte mich noch wollten, ich wollte noch irgendwo wiederkommen. Ich sie nicht schuld an Jan im Sieben blöd. Und wolltest du Wilhelm Busch, der Öler Pastor, der lange nicht mehr erleben hat, aber der hafte diesem Satz mal was Wichtiges gesagt. Der sagt, wenn Pilatus, er steht zu sein, er sie nicht schuld an diesem, die reichten sie blöd, wenn der Läufer hat ütgeröbt, er sie unschuldig, durch sie blöd. Hier wird den Unerschuld. Er sie nicht schuld an diesem, sie blöd. Dort meint, er wollen mir noch so wollen, ich gehe wieder. Und ich werde nur mehr zu tun haben, mit diesem, die reichten sie blöd, was er im Krieg für Gute hat. Und der andere Satz, der heute, er sie gereicht, durch sie blöd. Er sie unschuldig, durch sie blöd. Dort ist das Geheimnis von dem Evangelium. Komm, Jesus, von dir so übers. Glaub an dort, was er für dich tun hat. Nimm das an und riem das in dein Leben ab. Und du wirst so in dein Leben, wo es viel mehr wird kriegen und du kannst euer Leben gewinnen. Möcht Gott dich halten, uns alle halten, ab Amt zu kriegen. Amen. Ich will mit dir noch beten. Wer wird stund dazu? Herr Jesus Christus, du bist auf diese Welt gekommen, um Sünder soll ich zu merken. Wir Menschen sind verloren ohne die. Wir stehen dort hier toll, wir bekennen dort. Und wir beten die, ob du an jeder Hort wurscht, unklappen, unputtern, wo diese heilige Botschaft noch nicht haft könnt rühm gewähnen, wo dein Blut noch nicht haft könnt dort rennen, ob du von dir so oberst, dort Wunder die Not wurscht denn. Herr Jesus, ja, von dir jetzt reden wird, wann wir hier abhören zu reden. Und lot keinem nicht weichgehen, ohne den Wunsch und ohne auch eine Not dort zu merken, oder wird Frieden mit dir schlüten. Herr, wir danken dir, dass du von dir einladen lässt, und wir vertrauen die Wurst von dir so oben, Menschenseelen, entführen zu der ewigen Ruhe. Sehen uns, eine Seelsorge, sehen jeder einen beim Notdenken über diese Wirt, die du zu uns geredet hast. Und wir loben die in den dieren Namen Jesus Christus. Amen. Sagt uns du, der Chor wird nun Leute singen. Und während der Chor Leute singt, weil wir alle in unsere Gedanken in Gebet gehen.